Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Sims 2. Ja, wir fahren nach Blauseidigheide bzw. den kleinen Laden von nebenan. Und ich freue mich wieder auf die Geschäfte. Wir werden reich. Reich! Und jetzt mit diesem Lebenszeitlaufbahnvorteil wird es noch einfacher. Glaube ich. Kommt da noch was oder kommt da nichts? Doch, die Musik kommt. Das ist ja schön. Ich muss mal gleich gucken, wie viel der Vater noch zum Leben hat. Sonntagen. Das ist bestimmt noch eine Menge, ne? Oder? Ach, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, du fragst Sachen, die ich nicht beantworten kann. Komm mal, jetzt und da ich fast direkt am Anfang des Ladescreens die Folge begonnen habe, weiß ich nur, wie lange der dauert. 1:40 etwa. Das ist ja... Hier ist Schnee. Müsste ich nicht als... wir... werden die besprühen, wenn schon besprühen, mit ganz gesundem Zeug und beseitigen. So. Das können wir ja vorher machen. Achso, wir schmeißen die einfach weg. Tassen. Das geht auch. Und noch ein bisschen Kaffee trinken. Ich werde erstmal meine Energie ganz gut ist. So, Kaffee kochen. Perfekt. Einmal auf Toilette. Säubern. Und geht das? Dann kann der Laden geöffnet werden. Sehr gut. Das konnte ich alles nicht auffüllen, ne, glaube ich. Ja. Okay. Isabel Baldwin. Baldwin kenne ich doch auch irgendwo her. Verkaufen kann ich helfen. Beide ich. Komm schon. Ja. Um Hilfe gebeten werden. Um Hilfe beten. Harte Verkaufsverhandlung. Ja, ich kann nicht helfen. Ich habe hier keine Produkte. Als das Gerät, ne, das steht Schallplatten ab, hat ganz viele Tasten, hat sogar einen Diamanten. Das so. Fangen spielen. Nein. Ich muss erstmal Geld verdienen, damit ich... Ne? Ihr versteht? So, auffüllen. So. Sam hat begrüßen. Wir müssen ja auch Interaktion mit dem Kunden eingehen. Ja. Genau. Damals die Hüte, das waren noch Zeiten, ne? So einen kleinen Witz erzählen, das kann man ja auch immer machen. Finde ich, und da kann man ja auch mal fragen, was ist dein Job? Vielleicht können wir dich ja einstellen. Was sind deine Fähigkeiten? Wertschätzen, bewundern müssen wir sowieso. So, Kunden abkassieren. So, ich bin Kellner. Naja. Das bringt mir ja nichts. So. Immer ein Gerät. Der ist nicht mehr so hoch. Was? Und ist auf was? Was? Wieso? Ursula begrüßen. Oh, hallo.
Oh, das ist doch alles kein Problem und ich könnte doch gleich einen glatten Witz erzählen und fragen, was hast du für Wünsche und ich könnte fragen, was hast du für Ängste? Und ich könnte abkassieren. Ui. Ja, ich glaube, das ist... Ja. Komm schon. Ach doch. So, nein. Und das nächste Gerät. Paul Heinzelmann. Das ist die Heinzelmännchen. Umgarnen. Ach, guck mal, hier darf was machen. Witz. Breakdance. Fragen nach Wünschen. Fragen nach Wünschen. Hi Günther. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich hier im Möbelhaus arbeite? Wenn du mal neue Möbel brauchst, kann ich dir Rabatt verschaffen. Ach, wie schön. Mein Wunsch, Stufe 1, Fähigkeit Charisma erreichen. Keine Angst, öffentliche Toilette benutzen. Ist das grauenvoll. Verkaufe ich ihm das? Nee. Das kriegt er schon selbst hin. Hoffe ich, glaube ich, denke ich. So. Und Kunden abkassieren. Kann ich denn ja... Oh, was hat der denn jetzt geschafft? Was? Affäre mit Ursel? Ich weiß, dass ich das nicht machen sollte, aber irgendwie ist das alles so aufregend. Später werde ich mir bestimmt Vorwürfe machen. 10.000 verdient. Hey. Ja, duschen kann er jetzt auch. Und die Toilette benutzen kurz. Und einen Snack knabbern. Und abkassieren. Ja, zu... also willst du mich verarschen? Also, das ist jetzt gerade unverschämt gewesen von dir. Also, nee. Was ist denn jetzt hier los? Ach du Scheiße. Der Himmel auf Erden. Oh mein Gott. Ball werfen. Ja, okay, eigentlich vielleicht schon, ne? Spielen. Ball werfen. Spaß und Freunde. Und da ist jemand, den ich helfen muss. Ja, also ich weiß nicht, was sie suchen. Sie suchen bestimmt so eine Jukebox. Rot mit grünen Diamanten. Die ganz viele DVDs und so abspielen kann. Ja, genau das Gerät habe ich gesucht. Danke. Boost werden. Das ist bestimmt. Du sollst keine Schmetterlinge fangen, bist du eben behindert. Ich ist doch mal hier so. Also ich muss aus Slang machen. Was ist dein Job? Vielleicht bist du ja. Okay, ich kann ihn abkassieren. So. Was ist, willst du jetzt? Ist ehrlich. So. Das geht echt nur schleppen, ne? Ja, so ein Film ist dann immer wieder gut zwischendurch. So, die Kunden abkassieren. Und das neue Gerät holen. Und was isst man zwischendurch? Ein Fertiggericht, natürlich. Und die Kunden abkassieren. So. Das ist ja fast wie bei Kick hier. Dass da manchmal keine Leute in den Kassen stehen. Harry Winzig begrüßen. Harry Winzig. Kennen Sie den schon? Den Witz vom neuen Kunden. Was ist jetzt passiert? Zum Abchecken oder so, dann halt nicht. Oh, Günther, du scheinst langsam berühmt zu werden. Immer mehr Sims wird klar, dass du eine dufte Sim bist. Dass du ein duftes Sim bist? Was? In nächster Zeit wird dir Gutes erfahren. Was? Was?
Wahrscheinlich wegen dieser Erhellung. Der Himmel auf Erden! Oh mein Gott, wieder die Typen da. Echt, Ei. Okay, dann gehen wir kurz. Das Gute ist, zu Hause muss ich auch immer weniger Ressourcen auffüllen. Durch das, was ich hier mache. So, 1000. 989. Ich kann immer noch nicht. Aber ich kann Kaffee trinken. So, und ich kann Silvana Zenker begrüßen. So, kann man doch mit plaudern und einen Witz erzählen. Ja. Komm mal. Ach so. Und da kann man gleich natürlich noch einen Kaffee trinken. Und den Kunden abkassieren. So. Kaffee trinken. 18 Tage hat er. Ja, wenn er so viel Kaffee trinkt, natürlich weniger. Verkaufen, kann ich helfen? Thomas Reim. Kann ich nicht, okay. Jetzt kann man, okay. Aber der hat schon mal länger durchgehalten, sagen wir es mal so. So, jetzt noch kurz die Tassen alle abspülen. Oh nein, vorher abkassieren. Abkassieren. So. Kaffee trinken. Das bringt gar nichts, aber das Schlafen ist ja auch nicht so das Problem wiederum. So, Hygiene, kurz duschen. Gut, gut. Und noch einen Kaffee trinken. Und das nächste Gerät. So. So. Hunger? Hey, Pfaffer, sind noch mal? Das hab ich auch. Mittagessen. Nein. Nicht noch einen Kaffee. So, die wird ja gleich direkt zur Kasse gehen. Willst du mich verarschen? Jetzt mach das! Jetzt reicht's. Du machst das jetzt einfach. Kleiner Wichser. So, nein. Der Laden wird jetzt geschlossen. Boah, ich stopfe dir gleich so eine scheiß Kaffeetasse ins Gesicht. So. Das bringt's eh nicht. Mit ihm ist das hoffnungslos. So, jetzt vielleicht noch ein bisschen Fernsehen. Okay. Taxi rufen. Nach Hause knarren. Ja. Drei Bedürfnisse hat er, die er steigern muss. Wobei wir trinken natürlich. Könnten wir jetzt schon machen. Huch. Ach du meine Güte, was für eine Katastrophe das geben wird. Wenn Ladonna bucht. Ach, ist das schön. Und wir haben wieder Geld. Also 1000 mit in einem Tag verdienen, das ist schon möglich. Hier, mit dem kleinen Geschäft. Jawohl, ja, das ist sehr schön. Das freut mich. Das finde ich toll. Und am nächsten Tag gehen wir wieder ins Geschäft, Junge.
So, ich finde, dass so langsam der Zenit dieser Folge erreicht ist. Und wir einen Cut machen und bis zur nächsten Folge.